Ja, früh morgens früh. Das hier ist Philippus und der wird uns, das ist ein Tracker, ein Rhino-Tracker, die suchen die Spuren und dann laufen die hinterher, bis wir das Nashorn finden. Are you ready? I'm ready. Okay. Das ist ein großes Problem, das Poaching, das Wildern der Nashörner im südlichen Afrika. Ich meine, die Zahlen sind hochgegangen, Südafrika in diesem Jahr zu einer Rekordzahl. Über 860 gewilderte Nashörner. Was macht ihr hier, um die Nashörner zu beschützen, damit nicht Wilderer so leicht reinkommen? Ja, es ist erschütternd, diese Zahl. Ich denke, Namibia hat den Vorteil, dass unser Land weit größer ist. Mhm. Unsere Nashörner werden auf einem weit größeren Areal gehalten. Okay. Und dazu aber haben wir auch effektiv jeden Tag Kontrolle. Wir haben zum Beispiel ein Auto mit Fahrer, der fährt jeden Tag 100 Kilometer dieses ganze Areal ab, um nach Spuren zu gucken. Also es ist immer Bewegung da. Okay. Am Anfang, als wir losgelaufen sind, dachte ich, okay, wir laufen jetzt 4-5 Stunden. Ich hatte nämlich so Nashorn-Tracking schon mal gemacht und ich weiß, dass sowas sehr lange dauern kann. Ne? Wir laufen durch den Busch, das war auch lecker, einfach durch den Busch zu laufen, morgens früh. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich noch kleiner Junge war, wo ich morgens früh noch früh aufgestanden bin. Das ist ein Black Rhino Tracker, der much smoother and more rounded shaped than a white rhino. Wir haben jetzt gerade Spuren von einem schwarzen Nashorn mit einem kleinen gefunden und wir laufen jetzt hinterher, tracken die Spuren und gucken, ob wir das Nashorn finden können. Wir sind natürlich jetzt zu Fuß, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und auch gucken, wie der Wind steht. Ich habe auch schon so ein bisschen immer hochgeguckt, dachte, weil wenn ich jetzt einmal hochgucke, dann steht hier vor mir, das wäre nicht so nice. Naja, aber dann vergisst du wieder und läufst ein bisschen weiter und auf einmal sagt der Philipp, sagt, ey, da steht eins. Und ich gucke hoch und das sind wirklich nicht so 25 Meter. Yay, so nah war ich noch nie an einem Nashorn und da war auch noch ein kleines dabei. Was natürlich sehr schön ist, dass halt wieder Nachwuchs kommt und so. Also mein Herz klopft immer noch sehr, sehr schnell, weil so nah an ein schwarzes Nashorn mit einem kleinen war ich noch nie dran. Ich glaube, es ist einfach eine Ehre, dass wir jetzt so nah ranbleiben durften. Und das Nashorn war die ganze Zeit sehr relaxed und nicht aggressiv überhaupt, was sonst manchmal nicht normal ist, wenn man so nah rankommt. Ist eine Ehre, dass wir das jetzt gesehen haben. Ist eine Honor to see this. Ne? It is very, very lucky. Especially this close. Black rhinos is only about 3,000. It's the biggest population lives in Namibia. Okay. Mm. Okay, about 3,000 in the whole of the world. In all Africa. Ja, da sind die Trusts und die Foundations, wo man Geld donaten kann, aber bei denen ist man ist nicht immer sicher, wie viel davon kommt am Ende zum Nashorn hin. Aber was man auch machen kann, ist, sag mal, man geht auf eine Tour und du gehst auf Holiday nach Nam und du gehst auf eine Lodge bleiben, weißt du, dann nicht einfach die Lodges zu unterstützen. Richtig, weil zum die Beispiel passen wie Mount Echo, hier, genau. Auf, weißt du, und all die Privatfarmer, die Nashörner haben, die passen die auf und das, all das, was kommt aus den Farmer seinen eigenen, aus seiner eigenen Tasche raus. Ja. Where can we help? Or what would be the next step to help them? Well, there's no substitute for feet on the ground. You need people to look after the rhinos. Okay. And that is what type of people? Just rangers? Okay. Rangers, yeah, definitely. Okay. People that know how to follow the animals without disturbing them. Okay. And to take care of them. Nur die Spitzmaulnashörner sind eigentlich 8 subspecies. Okay. Wovon 5 extinkt sind. Nur noch 3. Eigentlich, wenn man die Regions nimmt in Afrika, sollten es 8 sein und da sind 5 schon extinkt. Also wir haben eigentlich nur noch 3 Subspecies of the Black Rhino. Und da müssen wir müssen jetzt reagieren. Ja. Wir können nicht noch immer sagen, oh, heute ist wieder eins gepoacht. Ja. Und nächste Woche ist schon wieder eins gepoacht. Und das ganze Gerede sitzen und es muss jetzt was passieren. Cool, ich hoffe, dieses Video hat euch interessiert.
Das ist wirklich eine seriöse Sache mit den Nashörnern, sonst würde ich nicht hier stehen. Das bedeutet mir sehr viel. Wir sind in einer Position als junge Menschen auf dieser Welt gerade, um die nicht noch mehr kaputt zu machen, was die alte Generation gemacht hat. Wir sind jetzt so schlau mit unseren iPhones und all diesen ganzen Shit. Wir können Wikipedia alles nachlesen. So lass uns nicht nur fokussen auf neue Schuhe und schönes Hemd und dieser ganze Stuff, der eigentlich nicht interessant und wichtig ist. Lass uns please diese Erde, die es schon like Millionen Jahre gibt, ein bisschen aufpassen und nicht einfach nur das machen, was wir und egoistisch sein. Ne?